Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In meinem heutigen Video geht es um die Knolle. Die Knolle ist eine spezielle Art der Sprossmetamorphose. Und im Gegensatz zur Rübe ist hier nur ein Pflanzenorgan verdickt. Das heißt, entweder die Wurzel oder die Sprossachse ist an der Bildung beteiligt. Hier gibt es dann wieder verschiedene Typen von Knollen. Ich beginne mal diese aufzulisten. Also erstens haben wir die Wurzelknolle. In diesem Fall sind nur die sprossbürtigen Wurzeln verdickt. Die Wurzelknolle finden wir zum Beispiel bei der Dahlie. Den zweiten Typ, den ich euch vorstellen möchte, ist die Hypokotylknolle. Und wie der Name hier schon sagt, ist hier nur das Hypokotyl verdickt. Eine typische Hypokotylknolle ist hier das Radieschen. Und auch die rote Rübe, obwohl hier der Name ziemlich trügerisch ist. Und als dritte Form stelle ich euch noch die Sprossknolle vor. In diesem Fall ist nur ein Teil der Sprossachse verdickt, aber nicht das Hypokotyl. Das ist zum Beispiel beim Kohlrabi der Fall, aber auch bei der Kartoffel. Bei der Kartoffel kennt ihr vielleicht auch den Ausdruck Ausläuferknolle. Warum das so ist, zeige ich euch in meinen Zeichnungen. Und zwar, ich beginne jetzt mal mit einer Wurzelknolle und zeichne oberhalb ein paar Pflanzenteile, unspezifische. So. Hier sieht man, dass nur die sprossbürtigen Wurzeln verdickt sind. Als zweite Form das Radieschen, also die Hypokotylknolle. Da erkennt man, dass das Hypokotyl verdickt ist und die sprossbürtigen Wurzeln haben keine Verdickung. Und als dritte Form zeichne ich die Kartoffel.
Und hier bildet die Sprossachse einen Ausläufer. Das sieht dann etwa so aus. Sie beendet dann ihr Längenwachstum und wächst dann nur mehr in der Dicke weiter. Und am Ende der Kartoffel findet ihr eine winzige Endknospe. Und damit ist dann das Wachstum beendet in der Länge. Dann kann man hier noch ein paar sprossbütige Wurzeln erkennen. So, das sieht in etwa so aus. Ich beschrift das noch kurz. So, hier haben wir den Ausläufer. So, und zum Schluss zeichne ich noch kurz den Kohlrabi. Oben sieht man noch die Blattansatzstellen. Und unterhalb der Erde haben wir dann die Wurzel. So. Dann sieht man hier, dass das Hypokotyl nicht verdickt ist. Oberhalb ist die verdickte Sprossachse. Und unterhalb haben wir wieder die nicht verdickten Wurzeln. So, das war's jetzt von meiner Seite zum Thema Knolle. Vielen Dank fürs Zusehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!